99 Sekunden Sportbusiness kompakt. Von und mit Professor Dr. Gerhard Novak. Herzlich willkommen zu den News to Use aus dem Sportbusiness. 10 Millionen extra für den nicht-olympischen Sport, 24 Stellen für die Sportabteilung des Innenministeriums, gut 5 Millionen für die Olympiavorbereitung und 2,7 Millionen Euro für die Rente von Athleten. Gut 32 Millionen hat der Haushaltsausschuss des Bundestages in seiner Bereinigungssitzung für den Sport beschlossen. Gewinner dieser Aufstockung sind die nicht-olympischen Sportarten. Ihre 20 Verbände dürfen sich im laufenden Jahr knapp 14 Millionen Euro teilen. Bisher mussten sie mit 3,9 Millionen Euro auskommen. Das ist eine wunderbare Meldung für Sportarten wie American Football, Karate oder Schach, denn sie gehören zu diesen nicht-olympischen Sportarten. Jetzt bin ich gespannt, wie dieser warme Geldregen auch verwendet wird. Im europäischen Fußball finden die Marktanteilskämpfe von Sportartikelherstellern vorwiegend über die Ausrüstung statt. Weniger im Blickpunkt stehen die dazugehörigen Sportschuhe, obwohl diese zu den Hauptumsätzen der großen Marken gehören. So tragen von den rund 500 DFL-Lizenzspielern in 2018 6 von 10 Profis Nike, gut ein Drittel präferiert Adidas-Schuhe und Puma kommt noch auf geringe 4%. Das liegt sicherlich daran, dass die Nutzung der Schuhe und damit der Markenrechte von den Spielern bestimmt wird und nicht wie bei den Ausrüstungen anderer Artikel die Vereine. Und deshalb ist hier damit zu rechnen, dass die Tendenz nicht nur in Deutschland, sondern auch in den 5 großen europäischen Ligen so weitergeht. Zum 31. Dezember 2019 hat das Namenssponsoring von Continental für die Continental Arena Regensburg geendet. Bis ein neuer Naming Right Partner gefunden ist, wird die Heimspielstätte des SSV Jahn Regensburg Arena Regensburg heißen. Möglicher Nachfolger könnte die Supermarktkette Netto werden, die bereits Haupt- und Trikotsponsor ist. Bisher zahlte Continental pro Jahr 200.000 Euro an die Stadt. Diese will nun ab 2020 500.000 Euro haben. Die Arena Regensburg wurde 2015 eröffnet. Meines Erachtens hat hier die Stadt gepennt. Denn nicht überraschend endete dieser Vertrag. Und jetzt davon auszugehen, dass schon im ersten Monat sich Interessenten sozusagen die Klinke in die Hand geben, die mehr als doppelte Summe auf den Tisch der Stadt zu legen, ist eher unwahrscheinlich. Hier hätte ich mir mehr Professionalität gewünscht. Das waren sie, die News to Use für diese Woche. Ich wünsche Ihnen gutes Sportbusiness.